Derelict Entertainment. Amanita Design. Präsentieren Machinarium. Und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, der Mario 12. Machinarium. Apropos, also falls ihr euch jetzt fragt, warum ich gerade dieses Spiel spiele, erstens, weil ich mir gedacht habe, so viel, also das kenne ich nicht ganz so viele wie die anderen Spiele. Edna bricht aus und habe es neue Augen, weil halt Gronkh dabei gespielt hat. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das Machinarium einmal, weil es mir einfach mal gefallen hat und weil ich mir gedacht habe, coole Geschichte. So, ja, nicht schlecht. Vor allem, es ist das erste Spiel, wozu ich die Lizenz habe zum Spielen. Also danke, Dedalek. Ich freue mich, das zu spielen. Übrigens geht mal auf ihre Seite, also auf ihr Kanal ist Dedalek Ent. Ent bitte groß, also E groß. Das ist ihr YouTube-Kanal. Da beantworten sie fast alle Fragen, die man in irgendwelche Kommentare schreibt. Also das ist ja Wahnsinn, wie die da sehr nett sind und da irgendwie antworten. Ich will keine Werbung machen, sondern das ist wirklich so cool. Und ihre Seite ist, glaube ich, derelictentertainment.de.com. Ich schreibe es unten in die Kommentare, also ihr wisst es dann. Gut, ich werde mal sagen, warte mal, ich möchte zuerst was zeigen. Inarium. So, na, ist coole Dings. Vor allem macht sie es nicht in Lärm und dann kann ich nicht reden. Dann muss ich immer lauter werden und dann, ja. So, dann werde ich mal sagen, wir starten mal und klicken dabei drauf. Da wird es jetzt ein bisschen lauter, weil die Musik im Hintergrund lauter ist. Die muss ich noch leiser stellen. Ich habe jetzt so gleich angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich habe einfach Spaß loszuspielen. Machinarium ist so ein Spiel, da ist man auf einem Müllplaneten. Nein, Müllplanete ist nicht, weil sonst wäre es ja Deponia. Man ist halt auf einem Roboterplaneten. Es ist schon Müll, aber es gibt halt Roboter. Also so, ja, ich kenne mich ja selber nicht aus, ich habe sie noch nicht gespielt, weil ich will sie ja blind machen. Und ein cooles Poster habe ich mir auch aufgehängt, das mich daran erinnert, dass ich das endlich einmal Let's Playe. Und jetzt habe ich endlich angefangen, ich habe es ja schon so lange. Und ich würde sagen, wir starten jetzt doch mal, weil ich mag nicht 10.000 Jahre lang darüber reden, einfach so. So, da habe ich schon angefangen, ganz kurz, weil ich wissen wollte, wie es da losgeht. Aber jetzt starten wir einfach mal so rein, nachdem ich die Lautstärke ausgestellt habe. Ein bisschen leiser gestellt habe. Ich weiß, es ist ein kleines Bild, das geht leider nicht größer. Und deswegen, das ist die größte Möglichkeit und deswegen schaut das halt dann so klein aus im Video. Tut mir leid, ich hab's auch nicht größer. Müssen wir hier klicken. Okay. Ah. Du kannst auf Objekte und Charaktere, die sich in Reichweite des Roboters befinden, den Körper des Roboters jederzeit strecken und stauchen, indem du seinen Kopf anklickst. Cool. So, jetzt schaut er so aus wie ich. Haben wir hier die Puppe. Du kannst einige Gegenstände einsammeln, um sie später zu benutzen. Hier ist dein Inventar. Cool. Genau, wir brauchen Fuß und Arm. Maus. In jedem Raum gibt es einen Lösungshinweis, den wir hier nicht anklicken können.
Aha, da muss ich also sehr viel sprechen in dem Let's Play. Gut, stört mich nicht. Sonst können wir hier nichts machen, oder? Jetzt können wir gehen. Super. Mahlzeit. Manchmal lassen sich zwei Gegenstände miteinander kombinieren. Cool. Haben wir hier irgendwas, was sich mit dem... Können hier nur hin und her gehen. Dann ziehen wir mal das. Was könnte da eine passende Hand sein? Hand fehlt uns ja noch eine. Puh, ist ja gar nicht so leicht da. So kann man irgendwie hin und her schwenken ein bisschen. Ist da irgendwo eine passende Hand vielleicht für uns? Vor allem die Musik im Hintergrund ist eine voll beruhigende. Das ist überhaupt, ja, voll beruhigend, überhaupt. So, können wir hiermit irgendwas anziehen? Gibt's hier überhaupt was? Oh, die Leertastenfunktion funktioniert hier mal nicht. Ah, ich sehe schon, das Let's Play wird länger dauern. Ich sehe hier nämlich keine Möglichkeit. Ah, Lösungshinweis. Ah. Lösungshinweis. Warum können wir hier nicht rein? Ich weiß, der ist da unten. Ja, brauchst du nicht nochmal sagen. Auch wenn ich hinklick. Darüber können wir ja nicht irgendwie. Ah, super. Ja, wir haben es geschafft. Und wir können uns noch gleich rüberseilen. Oh, jetzt haben wir es verloren. Brauchen wir ja vielleicht noch. Nein. So, jetzt gehen wir mal da. Verschwinden wir aus dem Bildschirm. Das ist ja... Quert ja auch so. Das erinnert mich ein bisschen an Wall-E. Das Spiel. Entschuldigung, wenn ich das vergleiche, aber es erinnert mich halt daran. Wir sind aber ganz schön schnell und ganz schön klein da hinten. So. Au! Hey, lass uns in Ruhe. Oh. Hat der gerade einen lassen? Wir müssen die Brücke herunterlassen. Mach ich. Mach ich. Ich muss die Stimme irgendwie verstellen, aber ich bin kein guter Stimmenversteller. So, können wir das auch machen? Schauen wir mal, was das ist. K.
Keine Ahnung, weiß er nicht. Oh. 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 Was mache ich da?